Nicht so schnell. Da ist noch ein Alarm. Na toll. Übernimmst du das? Warte. Explorer dann leicht, normal, schwer und extrem schwierig. Auf Explorer kannst du im Kampf nicht sterben, so viel weiß ich. Also was heißt nicht sterben? Also praktisch nicht sterben. Du kannst natürlich schon. Wenn du 10 Sekunden im Kugellager stehst. Aber prinzipiell so. Okay, ist aus. Ich glaube, ich habe anscheinend 1 damals auch auf normal gespielt. Das geht schon. Geh doch einfach runter. Nee, okay. Das war laut. 1, 2, 3. Das war das Quietschgeräusch von meinem Schuh. Hast du's? Von meinem Hausschuh an. An meinem Schuh. Okay, okay, los. Beeilung. Moment. Moment. Wie sich da die Finger eingeklemmt haben, sag ich mal, ne? Okay. Wir müssen über den Hof, um aufs Dach zu kommen. Das ist ja erstmal einfach. Ich lass dich mal die Drecksarbeit machen. Danke schön. Genau. Geh zum Brunnen. Zum Brunnen. Ja, ja, zu dem. Zu dem Brunnen. Welcher Brunnen? Selam Hakan. Bu gece nasılsın? Ach, zu dem Brunnen. Okay. Also hier rüber und dann. Licht aus. Ganz einfach. Okay. Alles gut. Die sehen einen Scheiß. Oh, weg. Das hat er natürlich nicht überlebt. Diese 1,20 Meter Fallhöhe, das war einfach zu viel für ihn. Die sehen mich echt nicht. Trottel. Und der nächste. Ach, ganz locker. Inzwischen müsst ihr euch eigentlich der erste Mal wieder aufgewacht sein. Und Alarm schlagen. Jetzt müssen wir nur noch zu dem Fenster rauf. Ich beschwer mich ja nicht, aber. Das sind verdammt viele Fenster. Fuck ja nur. Naja, das eine, wo Licht brennt. Du Larry, ey. So, ist doch. Ah, nee. Nein, aber so. Nächsten springen einfach nach da. Einfach springen. Mist. Was jetzt? Wenden wir das Blatt doch wieder zu unseren Gunsten. Oh, na klasse. Knarren? Was soll das? Entspann dich, Mann. Die sind nur zur Betäubung. Also vollkommen ungefährlich. Das kannst du doch mit deinem Gewissen vereinbaren, oder? Oh, gute Idee. Gut. Okay, nur ein kleiner Tipp. Die Reichweite ist lausig. Wir müssen also dicht ran. Kriegst du das hin? Ich kann schießen, Klugscheißer. Okay. Gut, schalten wir die Typen aus. Bu kutular ya, bizim taşımamızı beklemiyorlar umarım. Neden? Bizim görevimiz değil ki. Bunlar ne ki zaten? Eski sergiden kalan eşyalar. Depoya gidiyorlar. Bana çer çöp gibi geldi daha çok. Perfektion. So. Der ist am Gucken, der könnte sich aber auch umdrehen, wenn er will. Also es ist schon phänomenal, was er so sieht oder nicht sieht. Ah ja, das reicht also nicht an Reichweite. Ja, sehr gut, neuer Versuch, neuer Versuch, neuer Versuch. Warte. Warte. Der oben guckt noch. Jetzt guckt er nicht mehr. Ich meine, wisst ihr, was er meinte mit die Reichweite ist lausig? Das verstehen wir jetzt. Wie kommen wir denn da hoch eigentlich? Gibt es da schon konkrete Pläne oder? Wir können da unten irgendwie. Hm.
Hm. Ja, das ist ja schon mal nicht schlecht. Nee, ist aber doch schlecht. Warte, was? Ne, wie kommen wir hoch? Verdammt, Drecks, sag ich doch. Ich bin auch jetzt ziemlich nah dran, oder? Flint, nie im Leben hast du von da getroffen, wo auch immer du bist. Wir müssen zu dem Weg rauf. Never hast du ihn getroffen. Das ist einfach nur Schwachsinn. Das könnte gehen. Was könnte gehen? Wo bist du überhaupt? Da bist du. Ach so. Dafür, dass es Räder hat, ist es ziemlich schwer. Hör mal, wie Kisten runternehmen können. Ich sah ja nur. Ja, das wird gehen. Das geht auch. Jetzt brauchen wir bloß ein Pferd. Hm. Für die Balken kommen wir aufs Dach. Wenn wir da hochkommen. Gut, dass ich das habe, was? Dass du was hast? Enterhaken. Ja. Perfekter Wurf. Was für eine Legende. Ich will nur kurz was testen. Einfach nur aus Interesse. Warte. So, und dann... Hey. Naja. Ich glaube, ich habe im Let's Play zu Teil 1 auch gezeigt, den Wein-Launch. Wo man aus einer bestimmten Position an die... Spring doch. Danke, Mann. Gerne. Von einer bestimmten Position an so eine Liane springt und dann passieren Dinge. Und dann wird mir in die Luft geschleudert. Ich glaube, den Glitch gibt es in diesem Spiel nicht, aber man kann ja mal testen. Okay, okay, ich komme. Ich, alles klar. Das funktioniert halt, glaubt mir auch keiner. Am wenigsten ich selbst. Mhm, perfekt. Da drüben geht's irgendwo hin und es sieht auch fantastisch aus. Glaube ich. Oder nicht? Doch, doch. Super. Ich war an sich schon richtig. Komme ich wieder hoch? Ich komme nicht hoch. Bullshit. Den ganzen Tag nur Bullshit. Was? Ich dachte gerade schon, ich stehe auf nichts. Ah, hier geht's noch weiter. Was will ich denn eigentlich? Das sah interessant aus. Okay, da ist der Turm. Ist nicht mehr weit. Danke für die Info, Schlaumeier. Der Turm der Dämmerung. Ah ne, warte, falsches Spiel. Das ist ja gar nicht Prince of Persia. Nicht nach unten. Der Sand der Zeit. Mann, gut, dass von dem Vorsprung nichts einstürzt. Oh, echt nicht. Ich hatte eigentlich nur spekuliert, aber... Super. Hab dich. Sieh mich hoch. Du hast zugenommen, Mann. Ja, so rumzuschreien. Was sollte dabei denn schief gehen? Keine Donuts mehr. Verarschst du mich? Es sieht schon cool aus hier, dann kannst du ja nicht anders sagen. Hat schon was? Okay. Okay, das schaffe ich. Schaffe ich das auch? Ja. Nochmal. Du bist oben. Ja, das hätte funktionieren können. Ich glaube, man kann zu dem Gelben direkt schwingen, aber ich bin unsicher. Es könnte funktionieren. Wie immer. Was die beiden für eine Vorgeschichte haben, das wird auch noch interessant werden. Glaube ich. Ich weiß es ja nicht. Das ist nur so eine Vermutung. Hallo. Ach, Nate, was ist denn ein Scheißproblem? Dann gehe ich halt hier hin. Und wir sehen. Einer unter dir. Platsch. Wie unter mir? Was? Wo? Was? Kamera? Sind Kameras im Videospiel nur eine Verschwörung, weil man sie nicht steuern kann? Wer da unter mir war, habe ich auch nicht ganz verstanden. Egal. Hallo, geht da raus. Weiter jetzt. Das ist eine scheiß Leiter, dann mach's doch eben so. Mann! Wie eine Haftring kannst du da.
dir ist eine Wache. Ach, im Hängen erstmal locker schießen, na, alles klar. Verarsche mich, hab ich doch getroffen, Wichser. Verpiss dich. Geht doch. Fast gestolpert. Fast geschafft. Ja. Aber warum ist das Licht an? Chloe kümmert sich drum. Keine Sorge. Warten wir noch oder geht's direkt los? Oder warten wir nicht? Ja. Warum hat sie eigentlich kein Funkgerät? Wäre doch schön, könnten wir kommunizieren. Oh, tschüss. Hat bestimmt wehgetan. Mist. Wir können nicht näher ran, wenn es so hell ist. Was macht sie denn? Komm schon, Chloe. Braves Mädchen. Perfektes Timing. Geht's da bitte hoch? Der fliegt nur am Blockieren. Ich glaube, durch diese Tür kann man irgendwie durch. Glaube ich. Oder nicht? War es doch die von vorher? Ach, was weiß ich denn? Nach! Okay. Zeit! Ich alles klar. Nicht. Kein anderer Weg, na dann. Ladies first. Nett. Wichser. Nicht, dass es in Zeiten der Emanzipation eine Beleidigung wäre. Ist die Alarmanlage. Und die ist so eingestellt, dass wir nur das Glas berühren müssen, damit sie losgeht. Kein Problem, Mann. Voila. Okay. Was sollte dabei denn schief gehen? Das Richtige? Das finden wir am besten gleich raus. Sorry, Marco. Mist. Das ist die Untertreibung des Jahres. Das ist es? Das ist vollkommen wertlos. Das Licht des großen Khan. Warte mal. Was machst du da? Das ist Harz, es brennt. Und? Gib mir dein Feuerzeug. Hältst du das für eine gute Idee hier drin? Komm schon. Wow. Lass sehen. Unsere Schiffe Klar. trieben durch die Flut in die Wildnis von Java. Hört sich nach einem Tsunami an. Ja, irgendwo im Westen von Borneo. Oh gut, das könnte sein. Hier. Irgendwo bei diesem Berg müssen sie auf Grund gelaufen sein. Mit dem Berg finden wir die Schiffe. Ja, klingt logisch. Moment, noch was. Was war? Als wollte das Meer selbst die grausame Fracht abwerfen, die wir mitbrachten aus Shambhala. Der Fluch von Chintamani. Und das sagt ihr was? Shambhala. Verdammt, Flynn. Was? Marco Polo von Shambhala. Shangri-La. Du machst Witze. Wenn sie den Chintamani-Stein hatten, ist er vielleicht noch da. Das ist ja wirklich spannend, aber wir müssen jetzt los. Ja, ich komme ja schon. Was soll das? Sorry, Nate. Hier trennt sich unser Weg. Aber was ist mit unserem Plan? Nein, das war dein Plan. Ich habe jetzt meinen eigenen. Mhm. Komm schon, wirf jetzt das Seil runter. Tja, Nate, damit hast du jetzt wohl nicht gerechnet. Du hast nämlich eine Kleinigkeit übersehen. Partner. Und, willst du mich jetzt erschießen? Nein, ich muss dich nur für eine Zeit aus dem Verkehr ziehen. Mist! Meinst du, ich hätte nicht sofort von den Schiffen gewusst? Jedes Kind hätte das herausgefunden. Ach, Flynn, hör mal. Jetzt sieh's endlich ein. Das war's für dich. Ah, noch nicht. Die Wachen brauchen doch einen kleinen Vorsprung. So, jetzt geht's los. Nichts für ungut, ja?
Ja, weniger gut vielleicht. Verdammt, Flynn. Ja, sonst so. Alles klar. Nein. Scheiße, das war's. Das war gar nichts erstmal. Wo geht's lang? Hier geht's lang. Okay. Denk nach. Flynn, der alte Wichser. Noch größerer Bastard als Hitler. Hier geht's lang. Und tschüss. Einfach Kreis oder wie sieht's aus? Ja. Ah, stimmt, Jan, erinnere ich mich. Ja. Und irgendwas aus dem Spiel, dann muss ich mich hier erinnern. Ja. Alles sehr cool, aber wie sieht's aus? Wie komme ich hier bloß raus? Irgendein Schatz war da, aber ich komme nicht hin. Weg! Ich muss zu der Leiter. Warum haben alle auf einmal Lasergewehre? Was ist los? Ich will noch nicht zu früh lachen, ey. Venedig? Du hast eine Kleinigkeit übersehen, was, Partner? Was? Sieh's ein, du wurdest verarscht. Ach, wirklich? Hey! Hau ab, du verdirbst uns die Show. Ach, wie schade. Salut, dich kann man keine Minute allein lassen. Bin ich froh, dich zu sehen. Wie läuft's, Kleiner? Gar nicht mal so gut. Naja, ich musste ein paar Leute schmieren. Hab dein ganzes Geld verbraucht. Und eine Menge von meinem. Junge, du stinkst. Ja, fast so schlimm wie deine Zigarre. Ja. Wie hast du mich gefunden? Ja, mich hat jemand um Hilfe gebeten. Wusste ich. Hallo, Nate. Lara Croft, Legende. Nein, warte mal. Sully, wirf sie raus und schließ ab. Hier sind wir sicher vor ihr. Jetzt warte doch mal ab. Hör sie an. Danke, Victor. Nix für ungut, Sully. Deine Menschenkenntnis lässt zu wünschen übrig. Besonders, wenn es um Frauen geht. Hast ja recht, aber egal. Oh Gott. Oh nein, ist gar nicht übel. Hier, ich hab meinen eigenen Eimer. Mm. In der letzten Zelle gab's einen für 8. Hör zu und Nate. Weißt du was, es ist echt nett, dass du vorbeischaust. Aber wenn du und Flynn mich nicht reingelegt hättet, hätte ich die letzten 3 Monate nicht in diesem Drecksloch hocken müssen. Also entschuldige bitte, wenn ich dir nicht gleich um den Hals falle. Ich hatte nichts damit zu tun. Klar. Ich sag doch, er hört mir nicht zu. Pass auf, Nate. Sie haben die Schiffe gefunden. Auf Borneo? Ja. Und der Chintamani-Stein? Woher weißt du davon? Glaubst du echt, Flynn hätte das allein rausbekommen? Gutes Argument. Nein, den haben sie noch nicht. Wer sind denn sie? Flynn und sein Klient, Lazarevich. Na, du weißt schon, der Spinner. Die beiden stecken unter einer Decke. Also gut. Wenn sie den Stein noch nicht haben, bleibt uns doch Zeit. Du bringst uns in die Ausgrabungsstätte. Wir schnappen ihnen den Schatz vor der Nase weg. Sie werden es nicht mal mitkriegen. Tja, Rache ist süß, Leute. Hier, er wurde der Wunschedelstein genannt. Er ist eine Reliquie. So wie Buddhas heiliger Gral? Genau. Danke. Sully, hör dir das an. Im Königreich Shambhala ruht das Kostbarste, was diese Welt zu bieten hat. Ein perfekter Saphir von tiefstem Blau. Größer, als dass ihn ein Mann umfassen könnte. Der muss Millionen wert sein. 100 Millionen. Und da gibt's noch mehr? Und ob für die Tagebücher von Marco Polo, musste Lazarevich ganz schön was hinblättern. Er sucht den Chintamani-Stein seit Jahren. Wenn er auf Flynn setzt, ist es kein Wunder, dass er ihn noch nicht gefunden hat. Mit Lazarevichs Papieren kann ich den Stein finden. Jetzt mach mal halblang, Korbe. Das ist nicht so einfach. Die Papiere sind in seinem Zelt. Und das Zelt steht mitten im Lager. Das ist wie das verdammte Pentagon. Da sind Soldaten. Überall. Tja, deshalb muss das auch jemand machen, den sie kennen. Und jemand, dem sie vertrauen. Oh. Okay, langsam fällt der Groschen. Du musst sie nur ablenken. Verschaff mir 5 Minuten im Zelt. Mehr brauche ich nicht. Echt? Nur 5 Minuten? Ist ja toll. Dann muss ich mich ja nicht mal ausziehen.
Ich dachte, da mehr an eine Explosion, Chloe. Auch gut. Das lässt sich arrangieren. Machst du mit? Teufel, ja. Was für eine Frage. Chloe, hörst du uns? Laut und deutlich. Wir sind gleich da. Okay, ich habe überall um das Lager Sprengladungen verteilt. Ihr beide müsst sie nur scharf machen. Und die erste ist genau vor euch. Das ist ja super. Was würde dabei denn schief gehen? Mal Sprengladung zu haben. Sally, wo zum Fick müssen wir hin? Fragen über Fragen. Aber erstmal durch Wasser rollen, das ist gut. Da, super. Hier ist sie. Ich habe auch einen Sprengzünder für euch. Okay, wir sind da. Okay, die hätten wir. Nicht den Knopf drücken. Den hier? Sally, die alte Sau. Hat's immer noch drauf. Wenn alle Sprengladungen scharf sind, betätigt ihr den Zünder und dann Showtime. Die werden sich wundern. Sei vorsichtig. Lazarevich-Leute sind in der ganzen Gegend hier postiert. Ich bin vorsichtig wie... Mir fällt kein Vergleich ein, aber ich bin vorsichtig. Immer Waffe nach vorne. Mücken abschießen. Aber halt die Wachen im Auge. Ja, bellt doch jemand die Schlafenden im Auge. Die Wachen haben wir. Muss ich erstmal gleich twittern. Ich schwitze wie eine Nonne im Freibad. Das ist auch ein guter Vergleich. Was macht die Nonne denn dort? Sonnen. Nonne, Sonne. Ist das der Reim? Ist das der Witz? Ich brauche eine Ansage. Wir dürfen euch nicht sehen. Ja, die machen wir fertig. Ganz leise. Ja, ganz leise. Ihr habt so eine coole Stimme. Ich bin Sally. So, ah, da vorne, ja, das ist ja super. Dass sie mich nicht gesehen haben. Absolute Trottel. Jetzt pass auf. Pass auf. Pass auf. Ich sagte leise, Nate. Das ist ein bisschen laut. Also, das war mir nicht klar. Entschuldigung. Beim ersten hat das gut geklappt, aber dann wollte Nate einfach nicht mehr in Deckung gehen. Das war traurig. K-A-K-A-A. Okay. Auch bitte. Ja, bitte. Meine Güte. Ich weiß nicht, irgendwie wäre leise eventuell besser gewesen. Ist nur so ein Gefühl, aber muss ich sagen. Ich bin mir da nicht sicher. Hey, Sally. Du stehst in mir drin, das ist interessant. Ist er tot oder ist er tot? Eieiei. Jetzt kommen die Grenadiere. Ist das überhaupt ein richtiges Wort? Ich glaube nicht. Falsche Waffe. Och, bitte. Wie kann ich Waffen wechseln? So. Na komm. Und Headshot. Ich hab's immer noch drauf. Ach, ganz locker. Die hätten wir noch nie alle leise fertig machen können. Jetzt sehen wir noch nichts. Das ist Nachladen. Genau hier gibt es Six Axis Control. Auf der PS3, glaube ich. Aber nicht in dieses Spiel. Weil Technologie fehlt.